Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch. Roger gegen Markus, der Montag ist unsere letzte Sendung vor einer Sommerpause. Wir reden über ein FDP-Wahlinserat, das mit künstlicher Intelligenz manipuliert worden ist. Dann reden wir über den Schweizer Militärflugschirm, der soll zusammenarbeiten mit Deutschland und Österreich. Und dann reden wir über Clusterbomben für die Ukraine. Also das FDP-Inserat, Markus, generiert mit künstlicher Intelligenz. Man sieht da Klima, Kleber am Boden, ein Ambulanzfahrzeug, das nicht durchkommt. Und das ist in der Schweiz in dieser Form gar nie passiert. Du findest das grossartig, ich finde es verheerend. Ich bin begeistert. So ein gutes Plakat. Man hat ja nachher gesehen, die Umfragen von Sotomo haben eigentlich gezeigt, dass gerade Klimakleber eigentlich FDP-Wähler extrem nervt. Von dem her total treffsicheres Plakat, tiptop und künstliche Intelligenz hin oder her. Plakate sind immer entweder Karikaturen oder Fotomontagen. Das ist überhaupt nichts Neues. Und gerade die Linken sind eigentlich berühmt, berüchtigt für ziemlich viele geschmacklose Plakate, wo sie genau so Bilder zusammengesetzt haben und das nicht einmal angegeben haben. Die FDP hat es immerhin sogar angegeben. Nein, also das finde ich völlig daneben und total zynisch. Glaubwürdigkeit ist in Frage gestellt durch künstliche Intelligenz. Und wenn man alles manipulieren kann, dann hat nichts mehr Glaubwürdigkeit. Und im Kürze verabschiedet der EU-AI Act, also die Gesetzesvorlage über künstliche Intelligenz, die EU ist da weltweit führend von USA und von der Schweiz, die sagt, man darf das nicht machen und ist schon in der Kategorie High Risk, Verbot von Beeinflussung von Wählen mittels künstlicher Intelligenz. Das ist eine Regelung, die muss kommen. Und du, nur weil das dir passt, weil dir das politisch natürlich entgegenkommt, findest du das gut? Ich finde es zynisch, was du sagst, und auch falsch. Ja. Wir müssen alles verhindern, dass künstliche Intelligenz uns so verunsichert, dass wir dann am Schluss gar nichts mehr glauben. Ja gut, ich finde das super, wenn du das willst. Ich finde es sehr gut, wenn Europa sich da selber praktisch aus einer von der wichtigsten Technologien, die kommt, einfach rausnimmt und am Schluss die Chinesen und die Amerikaner uns auch da abtröchnen. Wir sind in vielen, vielen Fragen, wirtschaftlichen, technologischen Fragen, sind wir am Niedergehen, genau aus diesen Gründen, aus so politischen Gründen. Jetzt zurück noch schnell einmal zu dem Plakat. Du verwechselst jetzt auch alles zusammen. Künstliche Intelligenz, da können wir auch mal diskutieren im Gesamten. Aber wenn es geht um politische Plakate, ist das ein lächerlicher Vorwurf an das Plakat, weil, wie gesagt, seit der 20er, seit den 10er Jahren von dem letzten Jahrhundert ist es völlig üblich, dass man bei Karikaturen oder bei Plakaten und so weiter mit Fotomontagen schafft, mit Zeichnungen schafft, wo die Realität natürlich nicht wiedergibt, sondern einfach im Prinzip etwas zuspitzt, um eine politische Botschaft zu bringen. Und das ist nichts Neues. Ob man jetzt das mit künstlicher Intelligenz macht oder wie der John Hartfield in den 20er Jahren mit Fotomontagen oder der Klaus Steg auch mit Fotomontagen für die SPD in den 60er Jahren, das ist kein Unterschied. Von dem her ist es eine unglaubliche Heuchelei und vor allem eine Heuchelei von den Linken, die sich dann noch beklagt haben, die die ganze Zeit Plakate bringen, die genau die Zuspitzungen bringen. Und noch eines, mir geht es nicht darum, dass die FDP das gemacht hat, das ist mir völlig egal. Hast du auch gesagt? Ich habe auch die von der SP immer gute Plakate gefunden. Ich finde, in der Politik ist es absolut wichtig, dass man eine einfache Sprache findet. Also, es ist natürlich völlig anders, wenn man zum Beispiel, und das Beispiel ist erwähnt worden, damals Doris Leuthard mit blutigen Händen zeigen. Also sie hätte sich also blutmässig irgendwie, sie hat Blut an der Hand. Das hat man gesehen, das ist eine Karikatur. Aber das, was da ist mit künstlicher Intelligenz, erkennt man nicht da als solches. Und man kann nicht darauf hinweisen, was die anderen gemacht haben. Wir sind in einer völlig neuen Phase. Es ist ganz gefährlich und ich werde wahrscheinlich nach der Sommerpause da Video abspielen, wo man hört, wie
der Markus Somm die Weltrevolution aus marxistischer Sicht fördern will. Das ist alles original, einfach. Das sind vielleicht Originalaufnahmen, die du gefunden hast. Ich wollte noch weiterreden. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Nein, das, wenn du sagst, die anderen haben es gemacht, jetzt machen sie auch, das ist völliger Unsinn. Und was nochmal ein grosser Unsinn ist, dass Europa sich da täglich einschränken gegenüber Amerika und den Chinesen. Nein, die Amerikaner werden sich dem anschliessen, sind schon da. Nein, die Schweiz wird sich dem anschliessen. Und auch die Chinesen werden das machen. Weil wenn wir das nicht machen, und das erkennen alle Leute, die sich mit dem ernsthaft befasst haben, zu denen ich dich offenbar nicht erzählen kann, leider, dass da müssen Regelungen kommen. Man ist nicht gegen künstliche Intelligenz, sondern man ist gegen die negativen Auswirkungen von der künstlichen Intelligenz. So. Und es gibt Good Guys und Bad Guys in dem Ganzen. Und da muss man unterscheiden. Und weil du einfach sagst, ja, ist ja lässig, also, Klimakleber, das hilft ja der FDP. Ha, ha, ha. Und tatsächlich in dieser Umfrage von Sotomayor ist an zweiter Stelle gekommen, nach der Boni von der CS, was ja grotesk ist, weil das ist ein Phantomschmerz, das mit den Klimakleber, das ist 2-3 Mal passiert, man hat schon lange nicht mehr von dem gehört, aber offenbar als völlig irre Wahlschlager funktioniert. Und der Markus Somm kumpelt dort natürlich automatisch drauf. Gut, erstens wieder mal alles undifferenziert, alles pauschal. Erstens, die Sotomayor-Umfrage zeigt, dass bei den FDP-Wählern Klimakleber das grösste Ärgernis ist. Mit Abstand 76% finden das ein Ärgernis. Und bei der SVP ist es 78%. Was du vorhin zitiert hast, ist die allgemeine Umfrage. Ich habe über die FDP-Wähler geredet. Und in der ganzen Gesamtbevölkerung ist Klimakleber auch total unbeliebt. Das ist das Erste. Zweitens, ich habe nicht gesagt, gar keine Regeln in der künstlichen Intelligenz. Aber sicher nicht die von der EU. Lieber Roger, wo ist eigentlich Silicon Valley? In Belgien? Süditalien? Frankreich? Wo ist es denn? Wir sind in Europa überall im Hintertreffen, wenn es darum geht, neue Technologien, die eine Rolle spielen, die die Welt verändern. Wir sind nie nicht mehr. Und wenn wir so weitermachen, wir werden es vielleicht nicht mehr erleben, dann werden wir irgendwo zurückfallen in die Zeit vor den Kreuzzügen. Es ist eine Katastrophe, was die EU wieder an Regulierungen bringt. Und seien wir mal ehrlich, Roger, du weißt ganz genau, wir kennen die Regulierungen von der EU, auch wenn es um die Schweiz geht. Sie sind überall unsinnig, dumm, borniert, dogmatisch, wirtschaftsfindlich, eine Katastrophe. Und was die EU jetzt macht, ist nichts anderes, das haben wir schon bei Google erlebt, immer wieder das Gleiche. Die Franzosen und die Deutschen, die selber keine Industrie mehr haben, die kompetitiv ist, die irgendwo in der Zukunft noch eine Rolle spielen würde. Die Franzosen machen Champagner, die Deutschen machen Verbrennungsmotorenauto und sonst praktisch nichts mehr. Überall dort, wo die Europäer die Zukunft hätten, tun wir das zu Tod regulieren. Und die Schweizer sind teilweise noch so naiv, dass sie das übernehmen. Hey, kommst du wieder ein bisschen oben ab? Das ist also extrem. Es ist natürlich völlig falsch. Natürlich, die Entwicklung war in Silicon Valley gewesen, aber wir müssen die negativen Auswirkungen dort eindämmen. Das haben wir in der Schweiz beispielsweise erlebt, jetzt unter anderem in unserem Gewerbe, wo Google und Facebook alles aufgerollt haben, 2 Milliarden Werbung abzügelt aus unseren Ländern ohne ihre Leistung zu erbringen. Das ist alles harmlos im Vergleich zu dem, was die künstliche Intelligenz bringt. Und es sind Amerikaner übrigens. Amerikaner, die sagen, man muss Eingrenzungen machen bei der künstlichen Intelligenz. Es wird sehr schwierig sein, gerade die Beispiele eben, dass man das verbietet, so politisch manipulierte Werbung. Beispielsweise, ich gebe dir ein Beispiel, was jetzt passiert ist. Man hat Donald Trump, hat man gehört, das Tonband, wo er gesagt hat, eben, ich habe ja die Dokumente, die Geheimdokumente, und schauen Sie mal an, der Krieg gegen Iran, was ist passiert? Seine Anhänger haben gesagt, das ist gar nicht echt, das war künstliche Intelligenz. Man glaubt dann einfach nichts mehr. Und genau in diese Welt stürmen wir rein. Und dass du das einfach jetzt mit so Bilderstürmer-Argumenten vernötigen willst, das finde ich doof. Und dass du den Max Vögtli, oder wie heisst der, den Max Vögtli zu deinem neuen Hero machst, weil er der dümmste von allen ist. Er ist einer der Klimakleber-Organisatoren, ist dann nach Mexiko in die Ferien geflogen. Man hat ihn befragt, er gesagt, das sei seine Privatsache. Ist natürlich ein Geschenk. Ein Geschenk von Leuten, die bei dir in deinem Lager sind, weil solche hast du, wo du früher an Linke warst, hast du wahrscheinlich auch gekannt, die Bürgersöhnli, die sich genau so verhalten haben und jetzt jubilierst wegen dem. Ich finde es grotesk. Gut, ich jubiliere jetzt und ich tue darauf einweisen. Zweitens, was du wieder gesagt hast, eben, ich sage es noch einmal, völlig undifferenziert. Was ich gesagt habe, ist, E-Regulierungen sind schlecht, dann kommst du mit irgendwelchen Amerikanern, die Einschränkungen verlangen. Alle wichtigen Leute, die... Es gibt Birre und Äpfel. Du hast von der Birre geredet.
ich rede von den Äpfeln. Nein, dass man bei Moment, der künstlichen nein, Intelligenz... Moment, stopp, nein, nein, stopp, stopp. Du hast von der EU-Regulierung geredet und du kommst mit irgendwelchen Amerikanern, die gleiche Einschränkungen oder ähnliche Einschränkungen verlangen. Marco, stopp, noch ganz kurz. Nein, ganz kurz, ganz kurz. Du störst mich, dass du mich hier hinstellst als einen naiv und dumm und jubelt und so weiter. Ich habe nicht gesagt, künstliche Intelligenz gibt nicht ein paar Fragen, die man mal anschauen muss. Aber was die EU macht, ist wieder mal daneben. Und Entschuldigung, was du mit Google und Facebook und so weiter erwähnt hast, ist ja nur der Ausdruck von dieser europäischen Ohnmacht. Wir können nur noch regulieren, während Technologien bringen wir nicht mehr an. Wir sind unfähig, wir sind am Absteigen, wir haben in 20 Jahren nichts mehr zu sagen auf dieser Welt, wenn es so weitergeht, dank der EU, einer der schlimmsten Organisationen, die es je gegeben hat. Haben wir wieder mal müssen anhören, immer der gleiche Sermon. Und tatsächlich sind nicht ein paar Amerikaner. Der Gründer von ChatGPT hat das gefordert. Der Vater von AI hat das gefordert. Leute, die wirklich dran sind, sogar der Elon Musk, der durchknallt, alte Elon Musk hat das gefordert. Und das muss jetzt passieren. Je schneller man das macht, umso besser. Weil wenn man es erst in 5 Jahren macht, ist es spät. Und Leute, wo du wo jetzt einfach wieder die Hände verrühren und sagen, immer regulieren, die sind am Schluss mitverantwortlich, wenn das wirklich schief ist. Mal empirisch ein einziges Beispiel in den letzten 200 Jahren Wirtschaftsgeschichte, wo du hast neue Technologien können mit Regulierungen in eine Richtung lenken, wo du hast wollen. Sag mir ein einziges Beispiel. Es dürfen die Nähmaschinen sein oder ich weiss auch nicht, irgendetwas. Es ist naiv, was du sagst, Roger. Völlig naiv. Zum Beispiel, dass man Menschen nicht mehr klonen kann. Man hat dort in dieser Forschung... Das ist noch nicht überstanden. Das ja, ist noch nicht überstanden. Hat man, das ist nicht überstanden. Ja, aber dort hat man gemerkt, dass das nicht geht. Und bei Mad Cow Disease hat man gemerkt, dass das eben auch in die falsche Richtung gehen kann. Und das Schlimme ist jetzt, auch wenn du dich ein bisschen damit beschäftigen willst, wenn so Fake-Sachen im System drin sind, die Fake-Sachen tun dann andere Fake-Sachen generieren und am Schluss weiss man gar nichts mehr. Ich habe nicht bestritten, dass es ein Problem gibt, aber ich bestreite, dass man das mit Regulierungen lösen kann. Nur und das ist die alte, naive, lächerliche, linke Vorstellung, dass du Technologie, Wirtschaft, das Leben der Menschen einfach mit ein paar Regeln kannst lenken. Dass das nachher einfach alles da, wo wir im Westen verbieten, oder besser gesagt vor allem in der EU verbieten, weil die EU ist ja wirklich die Insel der Seligen. Sie haben das Gefühl, sie können alles machen und der Planet wird sich danach richten. Ist schon lange nicht mehr so. Die Europäer sind die Lachnummern der Welt. Die Chinesen machen, was sie wollen. Die Chinesen tun auch klonen, wenn es nicht passt. Sie machen alles anders. Und wenn wir nicht schauen, dass wir denen überlegen sind, werden wir nie mehr können irgendwelche Regeln setzen, sondern wir können nur noch Regeln setzen, wie es untergegangene römische Reich, oder irgendwie die katholische Kirche stattdessen aufgebaut hat. Also das ist der, wo immer der Untergang von Europa, der Untergang von der Schweiz predigen. Ich glaube, es anders ist richtig. Das Gegenteil ist richtig. Die EU ist das wichtigste Projekt seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das sehen wir jetzt gerade auch in dieser Situation, wo wir stehen. Reden wir zum zweiten Thema. Militärallianz zwischen der Schweiz und Deutschland und Frankreich in Bezug auf Flugüberwachung etc. kommt. Frau Viola Anner hat das vorgeschlagen, mit dem Minister aus Deutschland und Österreich besprochen. Der Bundesrat ist da dafür. Und es zeigt einfach, dass das, was wir als Neutralität verstehen, das können wir erzählen. Aber wenn es um Fakten geht, wie beispielsweise ein Luftkampf, ein Luftangriff, dann ist die Schweiz allein völlig hilflos und sinnlos, überhaupt eine Luftwaffe zu haben. Da hast du das Gefühl, das ist eine sehr intelligente Einsicht. Das wissen wir seit dem Ersten Weltkrieg. Wir wissen seit dem Ersten Weltkrieg, dass wir ein kleines Land sind, dass wir eine kleine Armee haben. Aber wir müssen uns entsprechend verhalten. Und dass wir ab und zu auch Zusammenarbeit üben müssen. Das haben wir vor dem Zweiten Weltkrieg schon gemacht, mit den Franzosen, sehr intensiv übrigens. Alles gegen die Neutralitätspolitik. Aber man hat, und das ist der grosse Unterschied, nicht eine Pressekonferenz gemacht, wo der General Guisan auftreten ist und gesagt hat, ja, ihr lieben Nazis, wir arbeiten jetzt zusammen mit den Franzosen. Edgy-Badge. Das ist Kindergarten, was hier läuft was in Bern. Viola Amherd hat durchaus nicht die falsches Ziel, was das betrifft. Aber ich würde das nie so in der Öffentlichkeit verhandeln. Weil wenn man das in der Öffentlichkeit verhandelt, erstens tut man unsere Neutralität untergraben und zweitens wird man einen politischen Widerstand auslösen in der Schweiz, wo die Viola Amherd sich noch wird wundern. Das ist ein riesen Fehler und man hat das Gefühl, es geht ihr nicht um die Sache, sondern es geht ihr eher darum, dass sie irgendetwas ankommen kann.
ankünden, wo dann die Medien so irgendwie den Roger Schawinski dann positiv vermerken. Ob es denn je kommt, ist eine andere Frage. Und es kommt eben nicht so, in der Schweiz kann man das nicht anbringen so. Gut, man kann es aber vor allem nicht im Geheimen machen, das geht nicht. Wir leben in einer Demokratie und man muss das öffentlich machen. Und der Unterschied finde ich ja interessant. Eben, du bist ja anderer Meinung in Sachen Neutralität von der Schweiz. Ich sage, okay, dort, wo es zählt, Luftraum, dort merkt man, es funktioniert nicht. Aber wenn man sagt, Leopard 1 Panzer, die nie in der Schweiz waren, die in Deutschland produziert worden sind, die in Italien sind, die verstaubt sind etc., dass man die könnte nach Deutschland liefern, damit die eventuell Panzer nach Ukraine können liefern, das machen wir nicht. Das ist Verletzung von der Neutralität. Mhm. Das heisst doch, wir tun die Neutralität nur immer so definieren, wie es uns nützt. Nein. Und wenn wir eine Solidarität zeigen in einer ganz epochal schwierigen Situation, wie der Kampf gegen den russischen Imperialismus. Dort sagen wir, wir sind neutral. Aber uns selber zu schützen, dort machen wir das Richtige. Nein, finde ich alles falsch. Erstens einmal, nein, schnell weg der Waffen. Waffen ist ein Problem von einem linken Waffenexportverbot, von ich nicht weiss, wie du damals, als wir darüber geredet haben, was für eine Haltung du gehabt hast. Das ist ein birnenweiches Waffenexportgesetz, das uns jetzt daran hindert, dass wir Waffen einfach exportieren können und liefern, wohin wir es wollen. Und man sollte es überall hinliefern. Das ist mal die eine Sache. Hat mit der Neutralität eigentlich nicht so viel zu tun, sondern hat damit zu tun, dass wir das Gesetz nicht so schnell ändern können oder das Parlament will das jetzt nicht mehr. Und das ist genau der Punkt, den ich meine, ab Erste. Wenn man das Gefühl hat, dass man je eine Mehrheit anbringt für solche Arten von Zusammenarbeit, die nachher so offensichtlich angekündigt werden, dann glaube ich, ist man falsch beraten. Das wird nicht funktionieren in der Schweiz. Das ist genau gleich, wenn du willst sagen, der Bundesrat hat zugestimmt. Ja, der Bundesrat hat zugestimmt, weil er vielleicht den Viola Amherd 1 wollte auswischen, weil sie nämlich todsicher in die Wand reinfahrt mit dieser Forderung. Und sie hätte doch gescheiter, anstatt der Pressekonferenz, hätte sie das in Berlin mit ihrem österreichischen und deutschen Kollegen mal besprochen und dann hätte man es mal angefangen, unter dem Radar, wie übrigens ganz viel unter dem Radar läuft. Die Schweizer Geheimdienste zum Beispiel kooperieren schon seit Jahrzehnten sehr eng zum Beispiel mit dem Bundesnachrichtendienst von Deutschland. Kein Mensch redet darüber, es ist völlig gegen die Neutralität, das geht nicht, wir müssen dann gleichzeitig mit den Russen auch kooperieren. Machen wir natürlich nicht. Aber die naive Kindergartenvorstellung, ja, musst alles transparent machen. Nein, das musst du nicht. Der Gisson hat nie eine Pressekonferenz gemacht und hat gesagt, wir haben übrigens mit der französischen Generalität alles vorbereitet, wenn die Nazis kämpfen. Was wäre das? Das war auch übrigens eine Demokratie gewesen, damals die Schweiz. Das wäre ein riesen Fehler gewesen. Also, das eine ist Nachrichtendienst, das ist ihm verborgen, aber wenn man gemeinsame Manöver machen mit Flugzeug, dann sieht man das in der Luft und dann müssen die Pläne gemacht werden, hunderte oder tausende von Leuten müssen da eingeweiht werden. Also ich verstehe dich überhaupt nicht in dieser Frage. Aber wenn wir schauen, wie das Ganze weitergeht. Reden wir jetzt genau über das, was am Wochenende rausgekommen ist und weltweit Aufsehen erregt hat, nämlich Amerika, wo die Ukraine Clusterbomben liefern. Einfach Risiken erkennen. Einfach die richtigen Businesspartner auswählen. Einfach keinen Verlust mehr machen. Einfach und schnell als Unternehmen wachsen und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie Risikodaten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch. Splitterbomben sind von mehr als 100 Staaten geächtet. Nicht von Russland, nicht von der Ukraine, nicht von den USA. Und der Joe Biden hat gesagt, es war eine schwierige Entscheidung. Wir liefern die jetzt Clusterbomben an die Ukraine unter klaren Bedingungen, wo man vielleicht auch noch über die reden können. Aber es ist natürlich ein Zeichen, der Krieg läuft nicht so, wie sich der Joe Biden erhofft hat, wie wir es im Westen erhofft haben. Warum läuft er nicht so? Man ist doch zu zögerlich gewesen, zu langsam, too little, too late. Und vor allem die Flugzeugfähre, die F-16, die man würde brauchen würde, um an dieser Front durchzubrechen. Und jetzt nimmt man eben das sehr fragwürdige Instrument von diesen Clusterbomben führen. Siehst du es auch so? Ja, nicht ganz. Erstens finde ich die Bomben überhaupt nicht fragwürdig. Auch wenn 100 Staaten von der Welt die geächtet haben, das sind die meisten alles Staaten, die nie einen Krieg führen. Du hast vorher noch ein Land nämlich vergessen, Israel hat das Verbot auch nie unterzeichnet. Du siehst einfach die Länder, die wissen, ab und zu musst du Krieg führen, um dich auch zu verteidigen. Die wissen, einmal kann man nicht
in Würde sterben. Es geht einfach nicht. Splitterbomben sind etwas hochproblematisch, sind natürlich brutal, logisch. Aber Entschuldigung, ein Panzer, Leopard-Panzer ist auch brutal. Es sind alles brutale Waffen. Ich finde die Unterscheidung zwischen den modernen Waffen, die sind noch liebe Waffen und das sind böse Waffen, finde ich unrealistisch. Also ich habe gar kein Problem. Ich finde, sie sollten noch viel mehr liefern. Joe Biden hat meiner Meinung nach, da hast du recht, zu lang gezögert, hat zu viel Angst gehabt aus politischen Gründen. Vor allem Kampfflugzeuge ist ein riesen Fehler, dass der Westen nicht viel früher und viel schneller die Kampfflugzeuge schickt. Das ist wirklich wichtig. Und dort merkst du, dort geht es ja um politische Rücksichten gegenüber den Russen. Man will die Russen nicht provozieren, weil man ganz genau weiss, Kampfflugzeuge, das ist etwas, wo wahrscheinlich den Krieg auf eine Art wenden, wo eben die Russen nicht wollen. Aber ja, die könnten dann eventuell mit Kampfflugzeugen auch Russland angreifen. Genau. Man sagt ja, die Russen sind in der Ukraine, der Krieg findet nur in der Ukraine statt, darf nicht über die Grenzen gehen. Und eben, man hat jetzt in letzter Zeit nicht mehr sehr viel gehört über die Drohung mit Atombomben, vor allem weil China auch gesagt hat, offenbar Putin, das kannst du nicht machen. Bei Saporischia weiss man nicht, ob dort dann bei dem Atomkraftwerk irgendetwas passiert, wo dann die Russen vielleicht das den Ukrainer anhängen. Aber es geht ja vor allem um die Blindgänger. Und da gibt es ja verschiedene Informationen, wie viel Prozent von diesen Blindgängern bleiben dort um und können Leute nachträglich noch verletzen oder töten. Die Amerikaner sagen, unsere sind viel besser, nur 2% Blindgänger, bei den Russen 20-40%. Tatsache aber ist, sie haben sich also offenbar geeinigt, das darf nur in Kriegszone, direkte Kriegszone sein. Also vor allem dort, wo jetzt gekämpft wird, wo da die Befestigungen sind, wo die Leute sich eingraben haben. Und nicht in zivilen Gebieten, in den Städten, wenn man in die Städte reinkommt, etc. Was die Russen übrigens gemacht haben, zum Beispiel in Kharkiv, haben sie Streubomben eingesetzt. Die Ukraine verpflichtet sich das, A, dort nicht zu machen und B, zu dokumentieren. Und wenn man weiss, dass die Russen bereits 10 Millionen Minen gelegt haben, auf diesem riesigen Gebiet, 1000 Kilometer lang, 30 Kilometer breit, dann können wir jetzt wahrscheinlich noch Streubomben dazu. Aber das wird so eine unglaubliche Arbeit sein, über Generationen hinweg, das Gebiet wieder sicher zu machen, dass man kann sagen, die Streubomben, die dann dort vielleicht noch umliegen, werden da die Gefahren nicht massiv erhöhen. Ja, und ich meine jetzt, ehrlich gesagt, wir wissen ganz genau, das Land Ukraine, das wird sich noch Jahrzehnte daran erinnern, was da passiert ist. Das ist so schlimm, es werden noch viel schlimmere Sachen wahrscheinlich bekannt werden. Ziemlich viele Massaker, auch Misshandlungen auf eine Art, wo wir uns nicht mehr hätten können träumen lassen. Das wissen wir aus dem Jugoslawienkrieg, wo man dann auch ganz viele unglaublich schlimme Sachen noch erst im Nachhinein erfahren hat. Von dem her muss ich ehrlich sagen, es ist wieder ein bisschen typisch der Westen, der immer wieder gut dastehen will. Dass man jetzt den Ukrainer Vorschriften macht, wie sie die Streubomben einsetzen wollen. Entschuldigung, wenn sie noch einen amerikanischen Anwalt schicken, der daneben steht und immer schön ein Kreuzchen macht und sagt, da darfst du und da darfst du nicht. Es ist naiv, es ist unrealistisch und es geht nur darum, dass wir ein gutes Gewissen haben. Und letztlich ist es einfach klar, wenn du die Russen willst besiegen willst, dann musst du mit grosser Brutalität können zurückschlagen können. Sonst hören die nicht auf. Ich finde es auch ein Fehler, dass der Westen immer sagt, wir schauen, dass Russland selber nie angegriffen wird. Wieso eigentlich? Entschuldigung, wieso eigentlich soll der Herr Putin immer so schön sicher sein, dass sein Land nie behelligt wird von dem grauenhaften Krieg, den er ausgelöst hat? Auch das finde ich falsch. Also von dem her finde ich, der Westen macht da zu viel, ein bisschen für die Galerie, damit wir uns gut fühlen. Aber letztlich geht es darum, der Krieg muss schnell gewonnen werden. Das ist viel wichtiger für die Bevölkerung, als nachher die Gefahr, dass es nachher noch Blindgänger gibt. In Deutschland gibt es heute noch Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist eine von den schlimmen Folgen von jedem Krieg, wo man wahrscheinlich nicht finden kann. Also jetzt ab morgen NATO-Gipfel in Vilnius, sehr eine wichtige Diskussion, ob die Ukraine in die NATO eintreten kann, wird jetzt stattfinden, wird aber nicht passieren. Der Joe Biden hat das schon gesagt, und Artikel 5 von der NATO-Konvention verhindert das. Ja, das heisst ja, wenn einer angegriffen wird, ist es ein Angriff auf alle. Also wenn die würde jetzt beitreten, müsste ja die NATO direkt gegen Russland in den Krieg eintreten. Kann nicht passieren, wird nicht passieren. Man wird das frühestens machen, nach einem Waffenstillstand oder eventuell nach einem Friedensvertrag. Aber ich glaube, man wird jetzt nochmal, nachdem man gemerkt hat, dass die Offensive viel langsamer vorankommt, dass eben die eingrabenen Russen dort auf dieser Länge von 1000 Kilometer und 30 Kilometer breit mit 3 verschiedenen Verteidigungslinien unglaublich gut sehr vorbereitet sind auf einen Angriff, dass man dort die Anstrengungen noch wieder erhöhen. Ich hoffe natürlich, dass man sagt, die Flugzeuge kommen möglichst bald.
Absolut. Und ich finde, man macht auch bei der NATO macht man wieder genau den gleichen Fehler. Wir wissen mittlerweile ganz klar, wenn die Ukraine vor 10 Jahren aufgenommen worden wäre, in die NATO hätte es den Krieg gar nie gegeben. Und von dem her finde ich absolut unverständlich, dass man jetzt wieder Rücksicht nimmt auf die russischen Imperialisten, die da immer wieder mit den Drohungen hantieren. Das ist absolut daneben. Man sollte jetzt die Ukraine sofort aufnehmen in die NATO. Das wäre ein unglaublich starkes Zeichen, das die Russen fertig machen. Und ich möchte noch etwas darauf hinweisen. Ja, aber was würde das heissen? Dann müsste die NATO einmarschieren in der Ukraine oder in Russland? Nein, man kann ja sagen, die können beitreten, aber man kann das ja jetzt sagen, erst nach dem Waffenstillstand könnte man ja sagen, es gibt ja eine Zwischenlösung. Und dass man es jetzt schon wieder aufgrund von der deutschen Intervention, es sind wieder die Deutschen, die hier bremsen, das nicht macht, finde ich einen völligen Fehler. Ich meine, alle wissen eigentlich, dass nach dem Krieg die Ukraine wird NATO-Mitglied werden müssen. Aber was ich noch einweisen wollte, ich meine, Putin glaube ich nicht, dass der in einer sehr starken Stellung ist, weil, ich meine, wenn du schaust, was jetzt die Türkei gemacht hat, man sagt zwar, ja, das ist noch nicht so schlimm, aber ich meine, das ist ein unglaublicher Affront, dass er Kommandanten von dieser berühmten, berüchtigten Azov-Brigade jetzt einfach zurückgeschickt hat. Das sind internierte Offiziere gewesen, die hätten eigentlich müssen in der Türkei bleiben. Die hätten zurückgeschickt jetzt in die Ukraine. Eine unglaubliche Beleidigung von den Russen. Das zeigt meiner Meinung nach, was ich immer schon vermutet habe, seit Prigozhin, seit dem kleinen Aufstand ist der Putin hoch angeschlagen. Und Erdogan ist ein Opportunist, das wissen wir. Wenn er das macht, dann hat er also das Gefühl, es geht nicht gut weiter mit dem Putin. Ich muss mich mehr auf die andere Seite schlagen, um den Punkt zu holen, weil er will ja die F-16 Flüge, die die Amerikaner bisher verweigert haben. Okay, also es ist ein spannender Sommer. Was wird in den Wochen, wo wir nicht da reden, passieren? Hoffentlich passiert etwas an der Front. Jeden Tag hoffe ich, dass da wirklich etwas Positives passiert, damit der Krieg zu einem Ende kommt. Und das bedrückt mich sehr. Ich hoffe, dass das sich verändert. Es wird auch so kommen, dass der Trump eine dritte oder wahrscheinlich eine vierte Anklage wird bekommen bis dann, Markus. Können wir über das reden? Ja, und Joe das Biden wird dann eine Anklage bekommen. Das ist ja schön. Nein, und dass dann vielleicht die Hitzerekord uns doch vielleicht ein bisschen zum Nachdenken bringen werden, obwohl du natürlich gegen erneuerbare Energie bist. Global Warming geht weiter. Morgen in der Schweiz 36 oder 37 Grad. Juni war der wärmste Monat gewesen in der Geschichte der Menschheit. Wetter und Klima sind Unterschied. Und Arizona hat 47 Grad morgen. Man kann dort fast nicht mehr leben. Es gibt bald schon Zonen, auch in Amerika, wo man nicht mehr leben kann. Ja, lustig ist, Arizona ist einer von den Staaten, der die meisten Leute anzieht. Übrigens wandern ganz viele Leute auf Arizona ein, weil Airconditioning tut das ermöglichen. Es ist nicht so schlimm, wie du sagst. Und zweitens habe ich gemeint, Wetter und Klima sagen etwas Unterschiedliches. Wir hatten auch kalte Tage im Januar und da hast du nicht gesagt, oh, wir haben jetzt Global Cooling, das ist jetzt ein Riesenproblem. Nein, Entschuldigung, das ist Mumpitz, was du jetzt erzählst. Es ist Populismus pur. Jedes Mal, wenn die Temperatur ein bisschen hochgeht, oh, das ist Global Warming. Nein, Klimaerwärmung ist gar nicht der Punkt. Das wird ja gar nicht bestritten. Von mir auch nicht. Es geht darum, wie man damit umgeht. Und ob man irgendwelche Windrädchen aufstellen und dann die anbeten und das Gefühl hat, das bringt etwas. Wir können auch den Regentanz wieder einführen. Das ist, was die Linken an die Politik so bringen. So redet Markus Somm, wenn er wirklich irgendwie kein Argument mehr hat. Aber machen wir jetzt Pause. Ich wünsche dir einen schönen Sommer. Wo wirst du verbringen? Im wunderschönen Frankreich. In deinem Lieblingsland. Wir sind eingeladen worden von der französischen Regierung, die Banlieues jetzt zu reformieren. Also Zynismus bis zum Schluss. Ich bin auch ein bisschen im Süden. Und wie gehst du dort hin? Mit dem Ruderboot? Mit dem Ruderboot. Das ist also Roger Schawinski. Wie der Max Vögtli. Übers Meer tut er rudern. Aber nicht nach Mexiko, sondern stumpf anderthalb Flüge. Ibiza und dort fliegst du viel, viel hin. Mehr als der Max Vögtli auf Mexiko. Ja, aber ich fliege vielleicht 2-3 Mal, aber der fliegt. Ich bin kein Klimakleber. Ja, das stimmt nicht, aber du bist ein geistiger Klimakleber. Nein, ich finde das Unsinn. Warum bin ich kein Klimakleber? Warum finde ich das denn eben? Weil das hilft nur solche Leute, wie du einer bist, irgendwelche doofe Argumente suchen, damit man nichts gegen den Klimawandel macht. Du hilfst mit deiner blöden Vorstellung, dass jedes warme Tag ein riesen Problem ist, hilfst du auch den falschen Leuten. Also die letzten 9 Jahre sind die wärmsten
9 Jahren in der Menschheitsgeschichte. Das kann man auch negieren und sagen, es ist noch wärmer. Das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Bei den Römern war es viel wärmer gewesen. Das kann man anschauen. Ist auch der Grund, warum das Römische Reich nachher untergegangen ist. Es ist kälter geworden. Ist dort die Messung vom, ist dort dann auch schon. Ja, man kann es messen. Nein, musst du nicht lachen. Ich kann das nachher zeigen. Großes Buch über das ist huren interessant, warum das Römische Reich untergegangen ist. Gute Ferienlektüren auf Ibiza. Das ist also unsere Sendung da gewesen. Ich wünsche dir ein bisschen geruhsame Zeit und vielleicht auch ein bisschen Einsichten. Und wir treffen uns wieder hier in diesem Studio in der zweiten Hälfte August. Allen viel Vergnügen am heutigen Abend und auch einen schönen Sommer. Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von der Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.